Angebot, ja, nein, vielleicht. Prinzipiell soll das hier auch kein Frontalvortrag sein, sondern ich habe so einen kurzen Impulsvortrag vorbereitet und würde dann einfach gern darüber diskutieren, weil ich finde, das ist eine spannende Thematik, wo es einfach gut ist, viele Sichtweisen drauf zu kennen, kennenzulernen. Und ja, auf jeden Fall wollte ich erst einen Impulsvortrag machen, um zu zeigen, es ist alles gar nicht so schlecht, wie es aussieht. Man hört den Satz, finde ich, relativ oft. Webdesign ist tot, hat keine Zukunft. Wir sterben, also wir Webdesigner sterben aus. Bald kommt der böse, böse Roboter, nimmt uns unseren Job weg. Und mit dem Vorbehalt wollte ich, also meiner Meinung nach ist es ein Vorbehalt, damit wollte ich aufräumen. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Lukas Jardin, bin Webdesigner, Designer, beschäftige mich damit, wenn ich gerade nicht irgendwie Fußball spiele oder um Dom tingel. Und habe da Freude dran und hoffe, ihr auch, und deswegen seid ihr hier. Und ja, das erste Problem hatte ich ja schon angesprochen. Jede Website sieht irgendwie gleich aus, sagen Leute. Es gibt keine Innovation mehr. Sowohl stilistisch als auch von der Struktur her ist das eigentlich alles dasselbe, nur mal in grün, mal in blau, mal mit Serifenschrift, mal mit serifenloser Schrift. Und ich finde, das ist gut so, weil dadurch, dass es so ist, findet sich jeder Benutzer auf Anhieb auf jeder Seite zurecht. Das sind Konventionen, die sind gelernt. Da hat man kein Problem, dass man den Leuten irgendwie erst erklären muss, was sie machen sollen auf der Seite, sondern sie verstehen das einfach, und das ist ziemlich super. Dazu habe ich ein Zitat rausgesucht von Jonathan Ive, ein Designer bei Apple. Der hat einst ganz weise gesagt, it's very easy to be different, but it's very difficult to be better. Und ich finde, der Satz passt beim Webdesign einfach ziemlich gut. Man kann sich ganz bewusst damit abfinden, dass Seiten sowohl strukturell als auch von der visuellen Anmutung her ähnlich sind, identisch sind. Das ist okay, weil das ist nicht das, was am Ende ein Design irgendwie gut oder schlecht macht oder auszeichnet, sondern das sind so grundlegende Dinge und Fundamente im Webdesign, die sind so. Das ist okay. Das ist auch überhaupt nicht unser Aufgabenfeld, und deswegen sollten wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, wo wir noch Geld verdienen können, weil damit verdient man irgendwann kein Geld mehr. Dann das zweite große Problem unserer Branche ist, ich weiß nicht, manche Leute kennen vielleicht den Hund aus der Jimdo-YouTube-Werbung, wo ein berühmter Fotograf über Nacht zum Internetstar wird, weil er seinen Hund fotografiert. Ich glaube, das ist kein Problem, weil Jimdo ist im Endeffekt auch nichts anderes als eine Kombination aus Photoshop, Sketch, whatever und HTML und CSS. Also es ist nur ein Werkzeug, was den Leuten an die Hand gegeben wird. Es ist nichts, was uns als Designer ersetzt. Wenn doch, machen wir unseren Job vielleicht einfach nicht so gut. Dann sollten wir uns eher selber hinterfragen, anstatt dass wir das Tool hinterfragen. Weil nur weil einer ein Photoshop auf dem Rechner hat, heißt das noch lange nicht, dass er weiß, wie er Fotos geschickt, manipuliert und so weiter und so fort. Also es ist halt nur ein Tool, und Tool bringen keine Skills. Das sind Sachen, die müssen wir lernen, die gehen von uns aus. Und die sind prinzipiell erstmal universell unabhängig von dem Tool, mit dem wir arbeiten. Deswegen auch hier schon ein schönes Zitat: Wer die Form beherrscht, darf in die Suppe spucken. Aber dafür muss man halt die Form beherrschen, dafür muss man wissen, was man da macht. Und dann kann man auch visuell mal ausgefallene Sachen machen, vielleicht mit Konventionen brechen, aber man muss halt wissen, warum man es macht, wie man es macht und ob es einen guten Grund hat oder nicht. Oder ob man es einfach macht, weil man denkt, das ist schön. Weil das ist in den seltensten Fällen eine gute Idee, zu sagen, ich mache etwas, was schön ist, ohne den Nutzen dahinter zu hinterfragen. Das große Problem an der Stelle, mit dem man konfrontiert werden wird, nehme ich an, ist der, dass wenn der Kunde etwas selber in Webbaukasten XY oder sonst wo gezimmert hat, er findet das klasse. Er hat das selber gemacht, das ist wunderschön, es kann der größte Kraus sein, er wird es schön finden, weil es ist sein Ding. Der hat da Bock drauf gehabt, der hat sich eine geile Seite mit Jimdo zusammengezimmert und geile, unlesbare Schrift reingehämmert, aber sie ist schön, also machen wir das so. Wie man den Leuten da den Zahn ziehen kann, weiß ich nicht. Das ist einfach ein Problem, Menschen. Da können wir aber gleich vorzüglich drüber diskutieren und mal schauen, ob ihr da Lösungen habt, wie man denen den Zahn gezogen bekommt. Weil das ist halt nichts Rationales. Das ist eher was Emotionales. Und da weiß ich nicht genau, Menschen halt. Deswegen, das ist die Zukunft. Früher war Photoshop. Aktuell benutzen viele wahrscheinlich Sketch oder Adobe XD. Wenn nicht, macht es. Ist viel geiler als Photoshop oder Illustrator. Absolute Liebe. Hervorragend. Und keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Vielleicht sind es Baukästen à la Jimdo und Wix, die immer besser werden, die keinen schlechten Job machen, die eine Zielgruppe ganz gut abholen und für die gute Tools liefern. Vielleicht sind es auch, ich weiß nicht, ob jemand Webflow kennt, das ist so ein Webbaukasten ein bisschen geiler, also mit mehr technischen Möglichkeiten. Vielleicht sind so Hybride die nächste Stufe. Vielleicht sind es irgendwann einfach Roboter, wo du eintippst,
Lieber Roboter, ich bin Arzt aus Köln, mag den Dom, mach mir eine Website. Ich mache Dermatologie und Lungen. Danke. Und dann fällt deine Seite bei raus. Neben diesen wunderbaren Tools gibt es aktuell aber schon ganz viel heißen Scheiß und ich habe jetzt einfach mal nur ein paar Buzzwords an die Wand geklatscht. Accessibility, Virtual Reality wird größer, Augmented Reality wird größer. Es gibt so viel Kram, man kann sich gar nicht mit allem beschäftigen. Aber es sind halt schon ein paar ganz feine Sachen dabei. Und ja, ich wollte es einfach mal an die Wand werfen. Man kann sich Gedanken machen, wenn einer was nicht kennt. Ihr könnt mich später fragen, ist gar kein Problem. Aber prinzipiell ist es so, das Web ist ein sehr dynamisches Umfeld. Sowohl technisch, also vor allem technisch, eben wurde über Tabellenlayouts gesprochen. Inzwischen benutzt hoffentlich keiner mehr Tabellenlayouts, wenn doch, nein. Alex hat eben über die Druckproduktion gesprochen. Früher war Druck allgemein viel größer und es waren andere Verfahren. Das hat sich auch gewandelt, das wird sich immer wandeln und auch das ist okay so, weil die Arbeit wird dadurch ja leichter. Und wenn dadurch Jobs wegfallen, werden entweder neue Jobs geschaffen oder es sind ja auch keine Prozesse von heute auf morgen. Man muss sich halt nur positionieren, man muss wissen, was passiert. Und dann ist das auch gar nicht so ein Riesenproblem, sondern dann kann man sich vielleicht auch damit anfreunden und irgendwie die schönen Dinge darin finden und nicht nur böse, böse Zukunft. Deswegen denke ich mir, wenn ich an die Zukunft denke, geil, voll viel Tools zum Spielen, voll super. Man muss, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich da drin nicht so sehr verliert und einfach nur Kram macht, weil geil, weil dann macht man wieder mit Jimdo Webseiten mit hässlicher Schrift. Aber man hat viel mehr technische Möglichkeiten. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal, ich habe so 6 Thesen zusammengestellt am Ende dieses kurzen Impulsvortrages. Die erste davon ist, dass die Werkzeuge, mit denen wir Webdesigner, ich habe Webdesigner mal mit Absicht in Anführungszeichen gesetzt, weil das ja ein sehr weit gefasster Begriff ist. Das kann alles sein, wie Alex schon meinte. Die Werkzeuge werden sich ändern und das ist nicht schlimm, weil das war immer schon so. Also wer immer noch mit denselben Tools wie vor 10 Jahren arbeitet, nein, nicht gut. Sollte man nicht lassen. Und die zweite These, die ich habe, ist, durch die Tools, wie eben genannt, sei es Unity zum Beispiel, eine Spielengine, Designer werden immer mehr Möglichkeiten haben, sich ihre eigenen Tools zu bauen, durch Programme. Das ist jetzt schon so, das wird immer einfacher werden. Sieht man zum Beispiel daran, dass die Thematik generative Gestaltung, also Design durch Code, wesentlich größer geworden ist in den letzten Jahren und schon fast so einen Hype erfahren hat. Und eben dafür werden Designer in Zukunft vermutlich, wenn sie in die Richtung gehen wollen, zu sagen, ich möchte weiter irgendwie Webdesign oder Digitaldesign machen, wahrscheinlich irgendwie ein größeres technisches Grundverständnis haben müssen, auf jeden Fall. Und wenn sie sich ihre eigenen Tools bauen wollen, auch ein extrem großes. Aber das ist halt eine andere Art der Programmierung, als zu sagen, ich mache irgendwie Datenbanken und schmeiß mir da irgendwas raus, sondern es ist ein kreativer Ansatz der Programmierung. Deswegen sind das die ersten 2 Thesen, die ich mal aufgestellt habe. Ihr könnt mir später gerne widersprechen. Genau, und dann geht es weiter mit der bösen, bösen künstlichen Intelligenz und den Robotern, die uns alle den Job wegnimmt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil Roboter sind keine Menschen und das ist gut so in beide Richtungen. Und habe dafür mal den werten Herrn Abraham Maslow zu meiner Seite gezogen. Der war ein US-amerikanischer Psycholog, war ein ganz schön kluger Fuchs. Und die meisten von euch werden die Bedürfnispyramide von ihm kennen. Da geht es darum, dass Bedürfnisse in verschiedener Form aufeinander aufbauen. Ganz unten stehen die physiologischen Bedürfnisse, wäre halt ganz gut, wenn wir was zu essen haben. Dann kommen Sicherheitsbedürfnisse, dass wir nicht im nächsten Moment von einem Säbelzahntiger, keine Ahnung, gefressen werden oder pleite werden. Dann kommen soziale Bedürfnisse, wir haben irgendwie einen Wunsch nach sozialer Anerkennung. Das geht mit den Geltungsbedürfnissen so ein bisschen einher und dann kommt das Thema Selbstverwirklichung. Das sind halt quasi, es wird immer menschlicher und irrationaler, sage ich mal, an vielen Stellen. Dann gibt es noch den hier, der ist vielleicht nicht ganz so klug, aber hat versucht, das mal aufs Webdesign zu übertragen und allgemein auf Gestaltung. Das ist gar nicht aufs Web beschränkt, wie fast alles hier. Aber zuerst mal muss ein Design oder eine Website, sie muss funktionsfähig sein. Wenn die Seite nicht funktioniert, werde ich sie nicht benutzen. Da ist keinerlei Aussage über die Qualität, also über die Usability, sage ich mal, über die getroffene, sondern nur, sie muss funktionieren. Dann sollte sie vertrauenswürdig sein. Wenn sie nicht vertrauenswürdig ist, werde ich auch den Service dieser Seite nicht nutzen oder dieses Produktes. Als nächstes kommt dann eine gute Usability und dann kommen 2 sehr schöne Stufen. Das heißt nämlich, dass die Seite muss spaßig und begeisternd sein.
wenn man sie benutzt. Man muss Spaß haben, es muss sich alles rund anfühlen. Vielleicht ist es irgendwie eine witzige, man kann auch aus Fehlern geile Sachen machen mit einer witzigen 404-Page zum Beispiel, die man dann irgendwie, hast du gesehen hier, die 404-Page ist geil, das sind Sachen, die man teilen möchte und die ein Produkt irgendwie besonders machen. Und genau diese zwei Stufen sind die, mit denen wir noch Geld verdienen können in der Zukunft, weil der ganze Kram darunter, von der Usability bis zur Funktionsfähigkeit, den kann man eben auch jetzt schon mit Jimdo und Wix und Co. einfach abbilden. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, die oberen beiden Stufen abzudecken, uns dort zu positionieren und was Geiles zu machen. Weil am Ende des Tages, vielleicht bin ich da ein bisschen zu romantisch, glaube ich, dass die Welt mehr als nur aus Zahlen besteht. Wir werden uns immer insofern von Maschinen unterscheiden, als dass wir ein echtes Bewusstsein haben, mit echten Gefühlen, Empathie erleben können und so weiter und so fort. Das wird man vielleicht mit irgendwelchen Algorithmen simulieren können, aber es ist nie echt. Und deswegen glaube ich auch, dass Menschen immer ein anderes Feingefühl für Situationen, Produkte und so weiter haben werden. Und der Vorteil an der ganzen Sache ist, dadurch ist das Geschäftsfeld auch relativ überdauernd. Also wir müssen da keine Zukunftsängste haben, dass das in 15 Jahren noch so ist, aber in 20 nicht. Das ist nicht gut. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Geschäftsfeld, glaube ich, wo es mit dem Design hingehen wird in der Zukunft. Quasi die guten Sachen, die geilen Sachen, die Spaß machen. Deswegen kann ich alle Menschen in diesem Raum beruhigen, indem ich sage, es wird nicht der Tag kommen, an dem die Maschine den Designer ersetzen wird. Die wird ihn unterstützen, sie wird viele Jobs abnehmen, die aktuell noch unser Aufgabenfeld sind, die zumindest mir persönlich aber irgendwie nicht so viel Spaß machen, wo ich mehr Bock habe, mich mit diesen Details zu beschäftigen, die ein Produkt eben dann am Ende auszeichnen, die es menschlich machen, die Emotionen hervorrufen, die begeistern. Und wenn das unsere tägliche Arbeit wird, dann kann ich mit Freude in die Zukunft gucken und sagen, geil, da habe ich Bock drauf. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, ob ich das die nächsten 40 Jahre noch machen möchte, weil die liegen wahrscheinlich noch vor mir, außer ich werde irgendwie reich. Andersrum glaube ich aber, dass das Design als Massengeschäft deswegen wegfallen wird. Eben weil man uns dafür nicht brauchen wird und wahrscheinlich auch viele Kunden dann einfach nicht bereit sind, uns für so Kleinstaufträge zu bezahlen. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm, weil es macht erstens keinen Spaß, ist zweitens nicht lukrativ und drittens, wenn wir das wissen, können wir uns ja entsprechend positionieren und uns unsere Nische suchen in den Bereichen, die begeistern, Spaß machen, die Design eben auf ein anderes Level heben, als außer ich habe meine Landingpage und links ist ein Bild und rechts ist ein Text und dann ist rechts ein Bild und links ein Text. Wir können einfach mehr machen, mehr ins Detail gehen, coolere Sachen machen und ich glaube, dahin wird es finden. Und Thorsten hat es gestern in seinem Vortrag auch schon gesagt, man muss da irgendwie eine Nische für sich finden, wo der Markt nicht dicht besiedelt ist und darüber sein Geld verdienen und sich zukunftssicher machen. Und deswegen, ich habe es schon angesprochen, ich denke, digitales Design, ich habe es mal nicht Webdesign genannt, weil Sachen wie Virtual Reality, Augmented Reality, digital ist groß, ist nicht nur Web. Die Anwendungsfälle werden sich wahrscheinlich ändern, aber Design ist Design erstmal an vielen Stellen. Deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, nicht irgendwie ein geiles Screen-Layout zu machen, sondern wir müssen Erlebnisse schaffen. Das geht auf eine emotionale Ebene und weg von dieser Informationsträger-Ebene. Deswegen mein Lieblingszitat von Designern, the details are not the details, they make the design, hat der wunderbare Charles Eames gesagt, Produktdesigner aus den USA. Feiner Kerl, ganz witzig, hat mit seiner Frau ganz viele tolle Möbel entworfen, kann man sich nur von inspirieren lassen. Und ich denke, dass dieser Satz trotz seiner Historie immer noch äußerst passend ist und immer passen wird, weil es ist so. Und dann meine letzte These, dann gehe ich euch auch schon nicht mehr auf die Nerven, wir können fleißig anfangen zu diskutieren, ist die, wenn man mich fragt, wo ich denke, wo es auf jeden Fall hingehen wird, dann sind es Conversational User Interfaces. Das sind Alexa, Siri, also überall da, wo wir sprechen und plappern oder Interface in Form von Gespräch simuliert und dargestellt wird. Ist ganz einfach, weil wir labern den ganzen lieben Tag mit unseren Mitmenschen. Wir können reden, wir kennen Gespräche, wir wissen, wie Gespräche funktionieren, wie wir darüber Informationen abrufen können. Das müssen wir nicht mal lernen. Das ist komplett in unserem Alltag integriert. Das ist ein ganz menschliches Verhalten. Deswegen sind diese Interfaces super intuitiv. Also man muss ja nichts lernen. Wenn ich den Chatbot frage, hey, lieber Chatbot, bestell mir einen Stuhl bei Amazon, dann macht er das. Dann muss ich nicht nach einem Stuhl suchen, sondern er macht das einfach für einen und das ist verhältnismäßig praktisch und einfach. Und wenn man mal so Richtung Accessibility denkt, ist das auch da ein ganz cooles Feld, weil wenn
wenn einer irgendwie nicht hört, kann er es sehen, wenn einer nicht sieht, kann er sprechen. Jetzt mal die beiden ganz extremen Fälle abgearbeitet, aber es funktioniert im Bereich der Accessibility halt ziemlich gut. Und deswegen denke ich, Design wird noch viel mehr Rhetorik, als es sowieso schon ist. Im Endeffekt machen wir Designer ja nichts anderes, als Sprache irgendwie zu visualisieren und zu kommunizieren. Und ich denke, dass Design zum einen in der Gestaltung von Rhetorik, in der Gestaltung von Interfaces wichtiger wird, einfach um sagen, so eine Art Textdesign, wie gestalte ich diese Gespräche? Das kann visuell oder auditiv sein. Und ich denke auch in der im Verkaufen wird es wesentlich anspruchsvoller, weil man eben sich so positionieren muss, dass man den geilen Scheiß macht und wenn die Leute zu einem kommen, diesen Mehrwert zu verkaufen, den man als Designer bietet, weil das Grundprodukt so einfach zu erreichen ist, wird schwerer. Aktuell haben wir den Vorteil, dass die meisten Leute einfach keine Ahnung haben, wie sie eine Website bauen können. Das wird halt so ein Grundwissen werden, dass wenn du deine One-Click, fertig Website, danke, dann wird es schwerer, dieses Plus zu verkaufen. Aber genau das müssen wir lernen und da müssen wir uns positionieren. Und genau, das waren meine 6 Thesen dazu. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Nein, habe ich nicht. Genau, und mich würde es halt interessieren, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, was ihr denkt, wo es hingehen könnte, was sind die Technologien der Zukunft, wie können Interfaces aussehen, haben wir alle doch bald keinen Job mehr und ja, sehe ich das vielleicht nur alles ein wenig zu positiv. Genau, deswegen habe ich diese wunderbare Folie, wo drauf steht und jetzt alle zusammen. Wir sind quasi Joomla, deswegen alle zusammen, Gemeinschaft. Und ja, hat jemand irgendwie Fragen oder Anregungen oder möchte auch seine Meinung kundgeben? Ich bin da ganz offen für alles. Herr Metzler. Ja, erstmal danke für den inspirierenden und positiven Impuls. Sehr schnell, sehr viel, was einem gute Laune macht. Danke. Ich habe, du hast am Anfang die Frage gestellt, wenn der Kunde was selbst designt und so weiter, macht ja jeder Designer die Erfahrung. Und meine Erfahrung ist, dass es durchaus dann ein guter Move ist, ein Teil dieser Inspiration, die er da gibt, aber handwerklich nicht in der Lage ist, das umzusetzen, durchaus aufzugreifen und mit ins Design einfließen zu lassen, wenn es das nicht völlig zerstört. Weil dann hat der Kunde auch ein Stück weit das Gefühl, Einfluss genommen zu haben auf die Gestaltung, ein bisschen was von seiner eigenen Persönlichkeit fließt mit rein. Wir als Designer müssen es dann halt professionell umsetzen, das ist das Wichtige, aber er hat trotzdem das Gefühl, dass er was beigetragen hat. Und es gibt manchmal auch aus der professionellen Sicht gesehen einen guten Impuls, weil der Kunde sein Business ja natürlich völlig anders sieht, als wir das beurteilen würden. Und meistens ist es dann so eine Mischkalkulation, die dann tatsächlich dann noch zum besseren Ergebnis führt, als wenn man es jetzt rein professionell clean designen würde. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man Impulse gibt. Es gibt aber auch Horrorgeschichten, da gebe ich dir recht, da ist dann Hopfen und Malz verloren. Ja, das von mir. Lieben Dank. Wer will noch reden? Ja, hervorragend. Ja, du hattest ja gesprochen, also zum einen mal die Folie eben, auch verschiedene Impulse, wo die Zukunft hingeht und so. Ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, der auf viele Designer hoffentlich auch drauf zukommt, ist IoT, sprich die ganze Welt der Anbindung von irgendwelchen Kühlschränken und sonstigen Geschichten. Und da möchte ich echt alle Designer bitten, bitte versucht dort vernünftige Displays und vernünftige Möglichkeiten zu geben und nicht diese Möglichkeiten, die es momentan noch gibt, die halt von irgendwelchen Technikern entwickelt wurden, die halt die Usability gleich null ist. Und deswegen, sehe ich auch so ein bisschen als die Zukunft, dass halt auch nochmal ein Teil davon irgendwelche Displays sind, die halt irgendwo im Haushalt sind von irgendwelchen IoT-Geräten, die halt nur angeschlossen werden. Also ich denke, da ist auch nochmal ein Punkt, wo ihr als Designer auch nochmal gefragt seid. Danke. Das funktioniert so nicht. Ihr müsst euch melden, sonst klappt das nicht. Oder hat denn jemand irgendwie eine Frage zu irgendwas? Ich kann da auch gerne antworten, sonst kann ich auch noch ein bisschen weiter erzählen, weil mir fallen dazu sonst auch noch ein paar Dinge. Ja, hervorragend, der Herr Wortmann. Uns hinten. Also Lukas, ich sehe die Zukunft eigentlich nicht sogar noch ein bisschen optimistischer als du. Diese Baukästen hat es ja in der Vergangenheit schon gegeben. Jimdo, Wix sind jetzt noch dazugekommen. Der kleine Handwerker, der meint jetzt Geld sparen zu müssen, zu wollen, ja, der wird diese Baukästen nutzen und
ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Handwerker möchte ich dann auch nicht als Kunden haben, weil der geizt an jeder Stelle, der fängt an zu feilschen, wenn er das Angebot von mir bekommt. Da habe ich auch keinen Spaß dran, dieses Projekt dann durchzuziehen. Der soll es bitte machen, der soll genau das nutzen. Aber der weiß, dass er keine Zeit dafür hat oder der mehr Geld verdienen kann, wenn er sich mit seinem eigentlichen Geschäft beschäftigt, die wird es immer geben. Und die denken, ich gebe das lieber ab an Leute, die wissen, was sie tun. Genau, ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie ist das, ist Design, also rein von der Wissenschaft oder von der Interaktion her, sind Designer jetzt schon mit Content-Menschen in Beziehung mit, also fernab der Technik, wo es einfach um diese Emotionen geht, wo es einfach um diesen Aufbau von Gefühl geht, der im Web ja letztendlich das ist, was wir in Zukunft irgendwo machen müssen. Gibt es da Interaktionen in den Unis, in der Wissenschaft irgendwas oder aber auch im Privaten, wo man weiß, da sind ein paar Leute mit Visionen? Im Privaten kann ich es nicht beurteilen. Also ich war jetzt schon was länger nicht mehr in der Uni, aber als ich das letzte Mal da war, da gab es auf jeden Fall, also da sind diese Thematiken mit Emotionalisierung und diese ganze Wissenschaft dahinter, was ist Glück, wie erstellt man, also oder wie kann man Glück provozieren, das ist ja ein tiefmenschliches Gefühl. Da gibt es bei uns auf jeden Fall Projekte zu, Seminare zu, das hängt dann wieder mit der Qualität von Produkten zusammen. Die haben eine ästhetische Qualität, eine symbolische und so weiter und so fort. Es kann ja auch über Glück über den sozialen Status dann wieder geschaffen werden. Ich bin da nicht tief drin, aber wird definitiv kommen. Also ich glaube, dass das wesentlich integrativer dieses Designfeld werden wird und wesentlich interdisziplinärer. Also es reicht nicht mehr, wenn man nur Pixel schubsen kann und darin echt gut ist und weiß, wie Farbharmonien irgendwie geschaffen werden können, sondern es geht halt darum, Erlebnisse zu schaffen, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten und darüber echt geile Dinge zu bauen, die Leute haben, wollen und brauchen. Oder sie wissen nicht, dass sie brauchen, aber wir werden ihnen dann erklären, dass sie brauchen. Und ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung, weil wenn man überlegt, dass man die nächsten 40 Jahre noch Pixel von A nach B schieben muss, dann ist das verhältnismäßig trist. Genau. Gibt es weitere Fragen oder Anregungen? Nein, das ist nicht gut. Genau. Wer glaubt denn hier, dass sich Augmented Reality in näherer Zukunft durchsetzen wird? Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren, dass das, also so mit näherer Zukunft sind so die nächsten 5 Jahre gemeint, dass daraus ein ernsthafter Markt sich entwickelt. Das ist wenig. Okay, cool. Wie sieht es mit Virtual Reality aus? Also wirklich, dass man damit mehr, außer irgendwie vielleicht demodern als die deutsche Agentur für Virtual und Augmented Reality, damit noch jemand Geld verdienen kann. Aber auch wenig, okay. Es scheint also noch irgendwie so ein 4, 5, 6. Ja, es scheint also noch weit in der Zukunft. Ja, bitte? Selbstverständlich. Also Virtual Reality ist das mit den Brillen aktuell. Also man verschwindet komplett, ist komplett in eine andere Welt gehoben. Man hat dann so, aktuell ist das wie ein HTC Vive oder whatever, hat ein Display, so ein Head-Up-Display direkt vor den Augen und nimmt seine Umwelt dadurch visuell schon gar nicht mehr wahr. Also man ist komplett in dieser Welt verschwunden und dadurch wird halt diese Welt simuliert. Das kann man dann noch erweitern mit irgendwelchen Böden, die wackeln, wenn man sowas möchte, mit von Ego-Shootern messen, kennt man das, wo die da auf einmal Leute mit Waffen in der Hand rumlaufen, dass darüber komplett simuliert wird. Augmented Reality ist mehr eine Mix-Realität. Beispiel dafür wäre, IKEA hat einen Produktkatalog, einen Augmented Reality veröffentlicht als App. Da lädst du dir halt quasi 3D-Modelle von den Möbeln runter und kannst dann in deinem Haus rumrennen und sagen, da in der Ecke wollte ich mal einen Stuhl hinstellen, ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Ziehst du das Modell und hältst mit deinem Handy Kamera hin und dann wird das quasi vermischt. Also dieses 3D-Bild plus, also irgendein Bild, die Realität wird erweitert in dem Sinne, es wird keine neue geschaffen. Das ist da der Hauptunterschied. Und was da tatsächlich ganz spannend ist, weswegen mich, also ich denke, es wird schneller gehen als in 5 Jahren, zumindest, dass es ein lukratives Feld wird, allein dadurch, dass Google, Apple, Microsoft und Co., die ganzen großen Konsorten, die ganz zu viel Geld haben, arbeiten gemeinsam an einem Webstandard für Virtual Reality und Augmented Reality, der laut Roadmap von denen Mitte 2019 in alle modernen Browser implementiert werden soll. Entsprechend ist es so, dass man dann theoretisch
ab Mitte 2019 keine App mehr bräuchte, weil aktuell läuft das alles über Apps. Du musst dir eine App runterladen, um eine Augmented Reality Funktion zu nutzen. Machst du halt nicht. Niemand lädt Apps einfach so freiwillig runter. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass da irgendwie Datenpakete um die 40, 50, 60, also die IKEA-App hat, glaube ich, knapp 60 MB. Die lädst du nicht mal in der Straßenbahn runter, weil dann kommt am nächsten Tag die Telekom und sagt, ihr Datenvolumen, tschüss. Genau, und ich glaube, sobald man das alles im Browser machen kann, klappt das einfach besser und wird viel intuitiver. Diese Schwelle ist weg und ich glaube, dann kann man auch anfangen, damit Geld zu verdienen. Und auch da ist wieder so ein Beispiel dafür, dass das wahrscheinlich alles wesentlich interdisziplinärer wird, weil sobald man irgendwie in sowas arbeitet, braucht man 3D-Artists, die die Modelle erstellen, die sie texturieren, die sich im Zweifelsfall mit Texturierung in der Tiefe beschäftigen, irgendwelche abgefahrenen Wassertexturen programmieren. Das sind ja selten, also die ganzen Wassertexturen, die man so im Web sieht, das sind selten Bilder, sondern meistens programmierte ja, wie soll man sagen, so Key Visuals, so in der Art. Genau, was gibt es denn noch für spannende Dinge? Wir gucken mal auf das Buzzword Bingo. Irgendwie, ob hier noch was Cooles ist. Nein, das ist voll weit. Da, ah ne, da. Internet of Things wurde schon gesagt. Wer von hier, von euch macht denn schon viel mit so Motion Design im Web, Mikro-Interactions? Für wen ist das ein Feld, wo er denkt, das ist von Relevanz, das macht Produkte irgendwie besser? 2, 3. Habt ihr, also die, die es nicht machen, warum? Möchte sich da jemand zu äußern? Also was ist, wieso ist euch das, also ist kein Bewusstsein dafür da? War das nie in Erwägung gezogen? Oder ist es eine bewusste Entscheidung gegen diese kleinen Animationen, Page Transitions, wo es größere Übergänge sind? Möchte sich dazu jemand äußern? Das würde mich interessieren. Nein, schade. Also dann versuche ich euch mal davon Gegenteil zu überzeugen. Motion hat neben diesem schönen, dass das vielleicht schön aussieht, weil das wäre wieder doof, wenn man eine Sache nur damit begründet, dass sie schön aussieht, kann sie auch nützlich sein im Sinne, dass sie zum Beispiel Hierarchie schafft, wenn man sagt, man hat ein Menü, was man einblendet, die Menüpunkte werden mit minimalem Delay zwischen den einzelnen Menüpunkten rein animiert. Dann weiß man schon allein durch die Animation, dass es getrennte Inhalte, also die Inhalte sind getrennt voneinander, das sind verschiedene Inhalte, die gehören nicht zusammen. Selbiges könnte man mit einem Blocklayout machen, sobald man Elemente zur selben Zeit animiert und dann ein nächstes Element mit ein bisschen Versatz, dann weiß man schon, die gehören wahrscheinlich nicht zusammen. Und so kann man beispielsweise ganz bewusst Hierarchien aufstellen. Und ja, dazu gibt es auch eine ganz spannende Lektüren. Gut. Ist ein Link bei Medium, kann ich dir gleich schicken. Da werden die Hauptfunktionen des Ganzen erklärt und auch so die üblichen Funktionsweisen, wie man da arbeiten kann. Genau. Hat hier irgendjemand Angst vor der Zukunft und denkt, sein Job wäre in Gefahr? Also wir müssen euch vom Gegenteil überzeugen. Ihr müsst diese Liebe in die Welt raustragen. Nein, okay. Wollt ihr, dass ich euch in Ruhe lasse? Wollt ihr essen? Wahrscheinlich, ne? Ich kenne euch doch. Dann, wenn sich keiner mehr äußern möchte, dann würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle auf. Wer noch was von mir hören möchte, ich bin eh den ganzen Tag hier, ihr könnt mich anlabern. Ich sitze sonst hinten wahrscheinlich am Backup-Monkey-Stand rum und ihr könnt mich da mit mir sprechen. Genau, sonst hoffe ich, dass ich euch vielleicht ein bisschen Optimismus geschenkt habe, neue Sichtweisen auf das Ganze gezeigt habe. Und ja, was ich euch auf jeden Fall mitgeben würde, ist irgendwie, positioniert euch weg von diesem, ich mache einfach nur statische Weblayouts und das werde ich weitermachen, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Nachfrage da einfach sinkt und dann sollte man vielleicht einfach mehr Know-how im Petto haben und einfach immer quasi ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind aktuell die Trends, was passiert da und sich damit beschäftigen. Man muss jetzt nicht zu Hause rumsitzen und irgendwelche Augmented Reality Poster programmieren, weil man da irgendwie gerade so viel Zeit für hat. Man darf auch sinnvolle Dinge machen. Aber dass man da einfach am Ball bleibt. Und ja, das war's von mir. Vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich da wart. Und wir sehen uns. Tschüss.